Hallo, hier ist endlich meine erste Art-Review. Es hat leider etwas länger gedauert, als ich geplant hatte. Mir ist nämlich was dazwischen gekommen. Wir sind umgezogen, es hat alles viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Wir haben die letzten Wochen nur damit gebracht, alles fertigzustellen und die Sachen in die Neuwohnung zu bringen. Es ist unglaublich, was da alles so zusammenkommt. Und am Ende fehlt noch so viel, was wir für den Alltag brauchen. Wie dem auch sei, fangen wir an. Heute stelle ich euch zwei Künstler mit jeweils zwei Bildern vor. Das ist einmal Sandy Sins Today und einmal Kaedo Kres Kendo. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Und wie in meinem Einleitungsvideo erklärt, werde ich der Reihe nach zu den festgelegten Punkten meine Meinung geben. Fühlt euch auch frei, eure Meinung in den Kommentaren uns mitzuteilen. Und wenn euch die Bilder gefallen, könnt ihr den Künstler auch einen Besuch abstatten. Die beiden sind in der Videobeschreibung verlinkt. Das erste Bild von Sandy Sins Today ist ein Fanart von Lapis Lazuli aus der Serie Steven Universe. An für sich ist die Anatomie gut und stimmt im Großteil mit der Serie überein. Nur die Arme sind etwas zu lang. In der Serie hat sie auch sehr lange Gliedmaßen, doch in Proportion sind die Unterarme wesentlich kürzer dargestellt. Und ihre Daumen sitzen etwas zu weit unten. In diesem Bild hat sie auch eine jüngere Statur als in der Serie. Mir gefällt dabei ihr rundliches Gesicht sehr gut. Zusammen mit der Pose wirkt sie wie ein ängstliches Kind. Die Linien wirken auf den ersten Blick sauber, weisen aber beim genauen Hinsehen Wellen auf. Die Linien haben durch ihre unterschiedliche Stärke mehr Gewicht, aber diese sind an manchen Stellen etwas unglücklich platziert. Zum Beispiel an der rechten Daumen oder den Haaren. Um dieses simple Design etwas interessanter zu gestalten, könnte man beispielsweise auch ein paar dünnere Linien in die Kleidung und Haare einfügen. Wie auch die Linien wirken die Farben auf den ersten Blick sauber ausgemalt. Doch beim genaueren Hinsehen zeigen sich, dass es einige Stellen gibt, bei denen über die Linien gezeichnet wurde. Die Farben sind der Farbpalette der Serie übernommen, was für eine Fanart nicht schlecht ist. Die Farbenlinien sind eine nette Ergänzung und passen zum Rest des Bildes. Das für den Hintergrund ausgewählte Pink ist meiner Meinung nach etwas kräftig und kämpft somit gemeinsam mit dem Charakter um Aufmerksamkeit. Mit einem wenig stärkeren Rosa als Hintergrund würde sie mehr in den Fokus rücken. Das Bild wäre auch angenehmer zu betrachten. Ein kleiner Versuch des Schattierens ist zu erkennen, auch wurde in den Haaren etwas Lichtschatten hineingezeichnet. Mir persönlich gefällt ja dieser durchgehende Streifen nicht, es lässt die Haare mit Plastik aussehen. Die kleinen rundlichen Stellen sprechen mir eher zu. Aber es ist halt Geschmackssache. Selbst bei einem simplen Design lässt sich durch einen stärkeren Schatten viel herausholen und dem Bild Tiefe geben. Hier bietet sich besonders die Arbeit mit verschiedenen Layern in einem Zeichenprogramm an. So kann man mehrere Varianten grob ausprobieren und seinen Favoriten später richtig ausarbeiten. Mir persönlich gefällt das Zusammenspiel eines simplen Charakterdesigns mit einem einfachen und doch etwas texturierten Hintergrund, wie man in meinen Bildern wahrscheinlich auch öfters sehen kann. Wie in dem Punkt Farbe schon gesagt, könnte die Farbgebung leicht angepasst werden, um den Charakter mehr in den Fokus zu rücken. Aber an für sich schon echt schönes Bild. Gut gemacht! So, kommen wir nun zum zweiten Bild von Sandy Sins Today. Es ist der süße kleine Hund mit den Namen Tsukino. Auch hier ist die grobe Anatomie des Hundes okay. Nur die Beine wirken meiner Meinung nach etwas zu lang und der Hals ist zu kurz. Auch die Hüftpartie verjüngt sich meiner Meinung nach etwas zu stark. Man könnte durch einen kleinen Bogen oberhalb der Nase auch eine Schnauze andeuten und sie dem Gesicht etwas mehr Tiefe verleihen. Auch wie in ihrem ersten Bild sieht man auf genauem Hinsehen bei den Linien leichte Wellen. Doch ist es bei einem Tier durch das Fell weniger auffällig. Und an ein paar Stellen wirken die Linien durch ein paar Unterbrechungen unfertig und unsauber. Ich weiß selbst, wie schwierig es ist, Linien zu zeichnen. Ich habe so meine Probleme mit. Man braucht halt etwas Übung. Es gibt ein paar Übungen, die man machen kann, um an etwas ruhiger ranzukommen. Vielleicht finde ich ja ein gutes Video und verlinke es auch in der Videobeschreibung. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht, ob ich was Schönes finde. Die Farbgebung des Hundes finde ich interessant gewählt und das helle Blau gefällt mir sehr gut. Der Übergang von dem blauen Fell in das Weiße an der Hut gefällt mir besonders gut. Es lässt das Fell sehr flauschig wirken. Dies könnte man noch an ein paar anderen Stellen benutzen, zum Beispiel an den Ohren oder der Brust. Auch die Farbwahl der Linien passt zum Gesamtbild. Aber leider ist auch hier wieder über die Linien gemalt worden, was man gerade hinten am weißen Teil sehen kann. Auch der Gradient als Hintergrund ist eine nette Idee, nur das Blau ist meiner Meinung nach etwas zu ähnlich zu dem Blau des Hundes. Die paar kleinen Stellen, an denen die Schatten gezeichnet wurde, wirken meiner Meinung nach gar nicht. Entweder könnte man komplett auf Schatten verzichten und höchstens nur die hinteren Beine etwas dunkler färben oder einen einheitlich stärkeren Schatten einfügen. Gerade ein simples Charakterdesign oder auch ein Cartoon-Style wirkt auch ohne jeglichen Schatten sehr gut. Ja, wie zu sehen ist, wird hier ein Hund präsentiert und auch durch den einfachen Hintergrund steht dieser im Fokus. Die Farbenlinien wirken hier sehr gut und harmonisch mit dem Rest des Bildes zusammen. Wie in dem Punkt Schatten gesagt, würde ich einfach komplett auf die Schatten verzichten. Ist ein echt niedlicher Hund. Ist total süß. So, kommen wir zu unserem zweiten Künstler des Tages, nämlich Kaedo Kresendo. Sie zeigt uns dieses futuristische Porträt, das sie als Beispiel für ihre Aufträge nutzt. Die grobe Form des Kopfes ist okay und weist nur ein paar kleine Unstimmigkeiten auf.
Der Übergang vom Schädel in den Nacken ist meiner Meinung nach etwas zu gerade und auch der Kiefer ist kaum ausgearbeitet. Die Augen sind etwas zu groß geraten und auch etwas zu tief platziert. Auch fehlen die kleinen Einhebungen und Vertiefungen, die gerade viel sichtbar werden. Da es in diesem Bild im eigentlichen Sinne keine Linien gibt, gehe ich etwas mehr auf die Übergänge ein. Das meiste funktioniert gut, besonders die Haare sind schön und detailliert ausgearbeitet. Die Augen, Nase und Ohren wirken etwas verwischt. Man könnte diese vielleicht mit ein paar dünneren und härteren Linien verbessern. Die türkisen Haare gefallen mir sehr gut und wirken gerade durch den dunklen Hautton sehr knallig. Für einen eher realistischen Stil wirkt die Haut sehr gleichmäßig. Das Hineinmischen von ein paar leicht unterschiedlichen Tönen lassen den Charakter schnell viel lebendiger wirken. Zum Beispiel etwas rot um die Nase oder andere Brauntöne in den verschiedenen Gesichtspartien. Die Schatten wurden hier dezent gesetzt und funktionieren zum Großteil für ein helles Bild. Nur der Schein auf der Nase und der Wange ist etwas zu stark, finde ich. Das Funkeln an dem Muster im Hintergrund gefällt mir jedoch sehr, sehr gut. Wird schön gemacht. Ich bin zwar nicht sicher, ob das Haare oder der Timus sein sollen, aber es sieht hübsch aus. Das Design des Charakters gefällt mir sehr gut. Im Fokus steht bei diesem Porträt die Frisur. Dazu kommt es durch die intensive Farbe und auch die Menge an Details, verglichen mit dem Rest des Bildes. Leider ist das Bild etwas unglücklich ausgeschnitten, gerade an den Haaren gibt es ein paar merkwürdige Stellen. Ja, Haare ist generell so ein Bildschirm zum Aufschneiden. Man sollte sich vielleicht überlegen, ob man einfach einen kompletten einfachen Hintergrund nimmt, ohne einen Alpha-Kanal oder halt eine simple Border oder sowas um den Charakter drum und dann fällt es nicht so auf. Ein echt schönes Bild und gerade die Haare gefallen mir, wie gesagt, sehr gut. Ja, weiter so. Schön gemacht. Ihr zweites Bild. Sieht man dieser mysteriöse Charakter. Nicht nur ein Porträt, sondern wirklich den kompletten Charakter in der kleinen Szene. Auch hier ist die Anatomie des Charakters auf dem Bild gelungen. Nur der Kopf scheint mir meiner Meinung etwas zu rund für den realistischeren Stil. Mir gefällt ihre Frisur sehr gut. Sie wirkt sehr füllig und weich. Die Möbel passen perspektivisch nicht ganz zum Charakter, da diese direkt frontal gezeichnet wurden und der Charakter einen leichten Winkel hat. Ja, wie auch im ersten Bild hat sie sich für einen Stil ohne Linien entschieden. Die einzelnen Partien sind klar voneinander getrennt. Es gibt nur ein paar kleine Unebenheiten, wie zum Beispiel die Ärmel. Die düsteren Farben des Settings gefallen mir sehr gut und sie passen zu einer Bar. Ihre hellen Haare sind ein schöner Bruch zu den restlichen dunkleren Farben. Auch hier könnte man den Charakter durch etwas mehr Farbvarianz etwas lebendiger wirken lassen. Gerade die Haut. Haut ist nicht einfarbig. Man sieht es ja an sich selber. Ein paar Stellen sind heller, ein paar Stellen sind dunkler. Es ist mal etwas mehr rot drin. Hier passt leider die Kinderschattierung nicht zum Rest des Bildes. Meiner Meinung nach würde eine eher starke bzw. großzügige Schattierung mehr das Gefühl geben, eine Büste und Bart zu sein. Auch haben die gezeichneten Schatten keine einheitliche Lichtquelle und wirken wahllos verteilt. Die Idee mit dem sich auflösenden Hintergrund gefällt mir sehr gut. Eventuell wäre es schön, dass der Hintergrund auch auf der rechten Seite sichtbar wäre. So könnte man noch die Haare, die nicht ganz so gut ausgeschnitten, etwas vertuschen. Mir persönlich gefällt ihre Pose sehr gut. Sie würde noch etwas besser wirken, wenn, wie gesagt, die Tisch und Stühle perspektivisch passend zum Charakter gezeichnet würden. Aber an für sich ein echt schönes Bild und Perspektive ist halt so ein Thema für sich, das ist nicht immer ganz so einfach hinzukriegen. So, das war meine erste Art-Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Dann vielen Dank und tschüss!